komm, befrei dich vom Leid. Heil ist dafür eine gute Zeit. Komm, befrei dich vom Leid. Weil das ist jetzt gescheit, wirklich gescheit oder so, liebe Leid. Also komm, befrei dich zum Leid, vom Leid und nicht No Woman No Cry. Gibt's am Sonntag zum Frühstück, zum Frühschoppenfrühstück in der Schenke zum Schwarzen Schaf bei der Sandra in Neuhaus am Inn. Also wer im Einzugsgebiet von 20, 30 Kilometer um Bassa, um Neuhaus, Scherding, in der Gegend ist, herzlichst eingeladen. Ich werde an diesem Vormittag ein bisschen was zur Zeit sagen, werde ein bisschen was erklären, warum die Dinge sind, wie wir uns vom Leid befreien, weil viele Menschen leiden jetzt immer mehr darunter, dass sie kein Leid mehr erfahren und sie schauen immer mehr im Fernsehen rum, ob es nur irgendwas zum Mitleiden gibt. Geht es weg? Und wer natürlich ein wenig Musik machen, wer das lebenswerte Haus vorstellen, Maniolo ein bisschen kennenlernen, ich gehe jetzt als Künstler einfach ein mehr raus und wir werden eine große Weltfriedensaktion starten jetzt gerade mit Hunderten von Musikern, Künstlern und Tänzern und Wortkünstlern und Predigern und alles, was da ist. Also da entsteht jetzt gerade ganz was Großes. Und nachdem ich ja so ein Weltenerbauer bin, bin ich auch ein Weltenumbauer und ich freue mich. Und in der Schaffschenk ist ein guter Platz. Also kommt es am Tag der Arbeit, am 1. Mai, ab 10 Uhr in der Schaffschenk vorbei. Und worauf ich mich schon frei, dann machen wir uns viel Gaudi. Und Nachmittag ist ja dann noch, ab 15 Uhr ist auch noch Puppentheater für Eltern und Kinder, aber auch für Erwachsene. Weil im Theater erkennt man ja auch viel. Ich mache ja auch ein bisschen Witze, weil ich ja auch ein Kabarettist bin. Komm, befreie dich vom Leid. Und du machst es nur heut. Und das ist Zeit. Servus und mach das schön. Namaste.